Um das optimale Zahnsystem und den effektivsten Verschleißschutz herauszufinden, haben wir einen Vergleich über nahezu 2000 Betriebsstunden begleitet. Ja, wir sind hier bei der Firma Schwinger. Wir sind hier in der Nähe von Regensburg, betreiben hier ein Granit- und Diorit-Vorkommen. Wir haben hier ein sehr abrasives Material, unser Granit und Diorit. Von daher spielt bei uns der Verschleißschutz noch eine noch höhere Rolle, wie vielleicht in anderen Betrieben. Die meisten Ausfallzeiten von unseren Baumaschinen sind bedingt durch den Austausch von Verschleißelementen. Von daher ist es uns sehr wichtig, dass wir hier nur sehr hochwertige Materialien im Einsatz haben. Der Radlader 972G wurde anfangs mit einem Wettbewerbszahnsystem und zeitgleich mit CAT-Verschleißschutzelementen ausgerüstet. Anschließend erfolgte die Umrüstung auf das K-System von Caterpillar. Ich bin der Herr Aschenmüller, fahre seit 20 Jahren Lader und Packer, seit 6 Jahren bei der Firma Schwinger. Bedingt durch den doppelten Anteil an Verschleißmaterial hat das K-System eine längere Standzeit von knapp 28% erreicht. Das schlanke Profil und die Selbstschärfung ermöglichen ein besseres Eindringverhalten und senken den Kraftstoffverbrauch, währenddessen sich die Produktivität erhöht. Die Stützflankentechnologie sorgt unter anderem für einen einfachen, schnellen und vor allem sicheren Wechsel der Zahnspitzen. Da sehen wir noch das Verschleißschutzsystem von Caterpillar und haben eine gute Standzeit damit auch und haben eine gute Erfahrung gemacht damit. Die Firma Schwinger hat mittlerweile 2 weitere Geräte mit dem K-System und dem CAT-Verschleißschutz ausgerüstet. Mein Name ist Florian Demmel, bin hier der Betriebsleiter. Das Verschleißschutzsystem, was wir im Lader verwendet haben, verwenden wir auch jetzt im Bagger und haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Insgesamt hat das CAT-K-System in Verbindung mit dem CAT-Verschleißschutz äußerst positiv abgeschnitten. Beide Systeme sind der Garant für höhere Produktivität und Arbeitssicherheit, geringeren Kraftstoffverbrauch sowie weniger Stillstandszeiten.